Ich war in den Außenausschuss des Europäischen Parlaments, wenn wir gehört haben, zuerst mal über den Angriff im Flughafen und dann später auf der Metrostation. Und die erste Reaktion war natürlich Entsetzen von diesem demonstrativen, barbarischen Akt der Terroristen hier im Herzen von Europa. Nachher haben wir natürlich auch ausgetauscht unsere Gedanken, was Europa mehr effektiv machen kann und nicht nur die Mitgliedstaaten alleine sich diese Herausforderungen stellen, sondern wir zusammen viel besser es meistern können. Welche Maßnahmen wären das für Sie? Für mich, das ist ganz klar, mehr europäisches Engagement in Außenpolitik, in Verteidigung und Sicherheitspolitik, eine gemeinsame nachrichtendienstliche Agentur auf europäischer Ebene. Das, was bis jetzt die Mitgliedstaaten leider nicht verwirklichen möchten. Aber ich glaube, im Gesicht, also jetzt mit der Situation, was wir haben, es ist viel besser, wenn wir auf europäischer Ebene sammeln und austauschen nachrichtendienstliche Informationen, weil es ist nicht möglich, nur mit Polizei oder Armeepräsenz auf die Straßen, was wir in Brüssel seit Monaten schon haben, effektiv den Terrorismus zu bekämpfen. Wir brauchen richtige nachrichtendienstliche Tätigkeiten, die nicht nur national begrenzt sind, sondern auf europaweit basieren, aber auch mit unseren Partner Länder wie die USA, Israel natürlich ausweiten und mit den arabischen Ländern natürlich auch. Haben Sie gestern einen Zusammenhalt gefühlt zwischen den verschiedenen europäischen Staaten? Ja, im Außenausschuss haben wir alle eindeutig reagiert, entsetzt. Unser erster Gedanke natürlich bei den Familien der Opfer und dass wir nicht genug gemacht haben, aber das ist auch was wir denken, nicht hier im Europäischen Parlament, weil im Europäischen Parlament wir möchten mehr Europa. Leider die Mitgliedsländer manchmal denken in die alte Strukturen wie zum Beispiel vom 19. oder 20. Jahrhundert, was Souveränität angeht. Souveränität im 21. Jahrhundert ist was ganz anderes als vielleicht war im 19. oder 20. Jahrhundert. Wir brauchen starke gemeinsame geteilte Souveränität oder Shared Sovereignty, was viel stärker, was uns alle viel stärker machen wird, als jede einzelne nationale Entscheidungen zu treffen.